Vers 20. Indem er die getrennten Elemente zusammenballte, manifestierte er die unzähligen materiellen Universen und ging dann selber in den innersten Bereich eines jeden erweiterten Konglomerats, in Klammer Virat Vigraha, ein. Zu dieser Zeit wurden die Jivas erweckt, die während des Kataklysmus im Schlummerzustand gelegen hatten. Erläuterung: Das Wort Guha, verborgene Höhlung, wird in den Shastras verschieden interpretiert. In einigen Teilen werden die nicht manifestierten Spieler des Herrn Guha genannt. An anderer Stelle wird der Ruheort der allen individuellen Seelen innewohnenden Überseele als Guha bezeichnet. An vielen Stellen werden auch die innersten Bereiche des Herzens eines jeden Individuums Guha genannt. Hauptsächlich geht es darum, dass ein dem Blick gewöhnlicher Mensch verborgener Ort als Guha bezeichnet wird. Jene Jivas, die während der vorangegangenen Ära des Universums nach dem gewaltigen Kataklysmus am Ende von Brahmas Leben in Hari eingegangen waren, erschienen je nach ihren früheren fruchtbringenden Wünschen erneut in dieser Welt.